herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit der nächsten Folge unseres Brieftaubenkanals. Opa wird nun über den Brieftaubensport in den 50er Jahren berichten. Wir knüpfen damit an die Folge der Brieftaubensport im Zweiten Weltkrieg. Also inhaltlich geht es heute eigentlich an dieser Stelle weiter. Dazu möchte ich Folgendes ausführen. Das Saarland unterlag nach dem Zweiten Weltkrieg der Aufsicht von Frankreich und von dort wurde das Reisen nicht genehmigt. Brieftaubenzucht allgemein war genehmigungspflichtig und mir persönlich ist noch ein Fall bekannt, wonach ein Züchter, der bei der SS im Einsatz gewesen war, keine Genehmigung erhielt. Erst 1949 war dann die Möglichkeit gegeben, wieder die Reise und Wettflüge aufzunehmen. Und es wurde der Saarländische Reisetaubenzuchtverband gegründet, der etwa 3000 aktive Mitglieder hatte, die in 8 Reisevereinigungen und 159 Vereinen organisiert waren. Die Zeitschrift erschien monatlich unter dem Namen Die Reisetaube. Schriftleiter war seinerzeit Kurt Rabe. Die Endflüge, die in dieser Zeit von Westen durchgeführt wurden oder geplant waren, waren Angoulême 660 km, Bordeaux 730 und Dax fast 900 km. Ich persönlich reiste damals mit meinem Onkel in Schlaggemeinschaft, muss aber darauf hinweisen, dass die Züchter nur sehr wenige Tauben hatten. Wir persönlich hatten etwa 6 Paare und reisten in der Regel mit 3-4 Tauben pro Flug. Bemerkenswert war für mich in der Zeit damals der erste Preis von Bordeaux und 2 Spitzenpreise von Angoulême. Gegen wie viele Tauben war das damals ungefähr? Taubenzahlen kann ich leider nicht mehr, ich habe keine diesbezüglichen Unterlagen mehr, die kann ich eben, sag mal, nicht mehr so genau fest sagen. Aber wie gesagt, das ganze Saarland war praktisch in einer Konkurrenz. Ja. Ab 1952 habe ich dann nach meiner Heirat die Schlafgemeinschaft mit dem Onkel aufgelöst und in meinem Elternhaus einen kleinen Schlafspeicher errichtet, von dem wo ich selbstständig dann die Zucht aufgenommen habe. Aus den 15 Jahren sind mir noch einige Flüge besonders in Erinnerung geblieben, die das, was meines Erachtens erwähnenswert ist. So haben wir zum Beispiel im Jahr 1954 Endflug St. Vincent, 900 km im Saarland, durchgeführt. Bei diesem Flug wurde die Masse der Züchter von der frühen Heimkehr der Tiere überrascht. Die hatten Westwind und die ersten Tauben sind schon gegen 3:30 eingeflogen. Und um 4:30 bekamen sie keinen Preis mehr. Die Überraschung war also so toll, das hatten wir gegenüber den früheren Flügen vom Osten, war das für uns Neuland insofern. 1955 haben wir dann gewechselt. Die Reiserichtung wurde dann ins Rhonetal verlegt. Und der Reiseplan habe ich im Original noch vorliegen. Nein. Ja, der Plan wird auch nachher im Internet zu sehen sein, also im Video zu sehen sein. Wenn Sie sich diese Entfernung auf dem Plan ansehen, dann werden Sie erstaunt sein, welche Kilometerzahlen dort in einem Jahr bewältigt wurden. Da kann ich ja kurz drauf eingehen. Wie viele Kilometer sind denn da zusammengekommen? Es war fast 7000 Preiskilometer. Also man hat 14 Flüge veranstaltet. Ne? Ja. Und bemerkenswert ist vielleicht auch zu sagen, in welchen Abständen da die weiten Flüge lagen. Ne? Es wurde zum Beispiel am 23. Juli
Limoux geflogen, 800 Kilometer, und eine Woche später war Barcelona mit 950 Kilometern angesetzt. Ja? Naja, ich will mal darauf hinweisen, dass weil das die Teilnehmerzahl, 3000 aktive Züchter, da waren eine Menge Leute, die da, sag mal, nicht sitzen konnten. Allerdings war der Transport, erfolgte ja mit der Eisenbahn noch damals, Express kannte man nicht. Und im Großen und Ganzen war die Konkurrenz nicht klein. Und die Flüge vor Barcelona habe ich selbst mitgemacht. Von PC weiß ich, habe ich den zweiten Konkurs im gesamten Konkurrenzgebiet erreicht. Und das war ein Weibchen, und dieses Weibchen hat dann in Barcelona auch wieder preisgeflogen. Und bei dem Flug bis See waren am ersten Tag nur 40 Tauben zurück, und 8 Tage früher von Montpellier waren es etwa 60, die am ersten Tag einkamen. Am zweiten Tag sind dann die Flüge am Vormittag jeweils immer zu Ende gegangen. Ja, vielleicht noch ein paar Sätze zu dem Reiseplan, Opa. Wenn man jetzt den Reiseplan sieht von 1955 und vergleicht den mit heute, ist das kaum noch vorstellbar. Ne? Ja, ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, also vor Kilometer haben wir keine Angst. In dem Zusammenhang kann ich jetzt schon mal darauf sogar bemerken, 1966 zum Beispiel hatten wir auch Westen gereist. Da weiß ich, da war am 22.07. der Flug von Dax, der 3 Tage dauerte, weil das sehr schwer war und Mittag auf das stattgefunden hat. Und am 31. Juli hat die Reisevereinigung Nivers 420 Kilometer durchgeführt mit 1800 Tauben. Also es war schon, das Echo war immer noch gut. Und wie gesagt, der Taubensport war hier in höchster Blüte. Ja, gut, manche Leute würden jetzt sagen, die Tauben von heute schaffen das nicht mehr, ne? Solche Pläne. Was sagst du dazu, Opa? Also, dass wir hier heute uns fast vor 600 Kilometern immer schrecken, das halte ich nicht für in Ordnung. Und das hat sicherlich auch wahrscheinlich dazu geführt, dass die Weitstreckenfreunde sich, sag mal, dadurch mehr oder weniger Zulauf bekamen. Und auch spezialisiert haben, ne? Kann man. Ja, ja. Aber man kann schon sagen, dass dadurch aber auch ein bisschen die harte Auslese verloren gegangen ist. Ne? Da wurde mehr auf Schnelligkeit und nicht mehr so auf Härte selektiert, oder? Nachher, ja, das ist richtig. Und dadurch ging auch ein bisschen die Widerstandsfähigkeit der Taube verloren. Ne? Ich möchte noch darauf hinweisen, dass damals bei uns in der Reisevereinigung bis auf einige wenige ausschließlich nach einer natürlichen Methode gereist wurde. Allerdings. Was bedeutet natürliche Methode vielleicht, damit das auch Leute verstehen, die sich nicht so gut auskennen, was ist mit natürlicher Methode gemeint? Der Unterschied zur Witwerschaft, das ist jetzt Witwerschaft, wo nur Vögel gereist wurden, die Weibchen, die Paare wurden getrennt und trainiert täglich und haben ihre Weibchen die ganze Woche nicht gesehen. Nur beim Wettflug, bevor sie weggeschickt wurden, wurden die Weibchen gezeigt, und die Vögel wurden so trainiert, die wussten, wenn sie vom Flug zurückkamen, sind, wenn sie von den Weibchen empfangen. Also als Motivation. Motivation. Ja. Und wie gesagt. Die Naturmethode, wie war das? Da hat man, sich bemüht, die Tauben in die richtige Netzstellung zu bringen. Es gab Weibchen, die besonders schnell waren, wenn sie ganz kleine Jungen hatten. Andere flogen besser mit Eiern von frischer Eier oder Eier, die kurz vor dem Schlüpfen waren. Da gab es natürlich auch Tricks. Die Eier wurden ausgeblasen mit Ameisen also eingesetzt in diese Eier. Und die Taube, die vielleicht erst 3 Tage am Brüten war, hörte dann diese in den Eiern dieses Leben und wurde dann motiviert, weil man sie in den Zustand versetzt, als würden die Eier ausgehen. Also sie dachte, die Eier gehen gleich aus. Ja, ne? Ja. Diese Naturmethode finden wir heute noch bei einigen Weitstreckenspezialisten. Oder die machen das, ne? Dann weiß ich von Fällen, da hat man mit Eifersüchtigkeiten also und so weiter. Das wurde alles Mögliche, wurde da probiert, und das gute Beobachter haben daraus, manchen Profit erzielt. Das ist schon richtig. Ne? Ja.
Gut, so jetzt ging es dann 1957, war ja einschneidendes Erlebnis hier im Saarland. Das war die Saarabstimmung 1955, das heißt also Heim ins Reich war die Parole. Und wir sind dann ab 1957 wieder im Bundesgebiet als 24. Bezirk übernommen worden. Die Reiserichtung war nunmehr wieder nach Osten, und zwar nach Südosten, Endflüge St. Pölten, Wienbruck. Und die, was noch neu war, die RVs hier im Saarland erworben damals die ersten Kabinenexpresse. Unsere Reiseleitung hat 1957 einen Kabinenexpress erworben mit Hänger. Wir konnten 8000 Tauben einsetzen. Das war also und das Ende der Eisenbahnverschickung. So, und bei dir hat sich ja hier auch einiges verändert im Haus in den Jahren 1957. Ja, 1957 habe ich eine Autogarage gebaut und die Gelegenheit dazu benutzt, auf der Garage einen kleinen Taubenschlag mit zwei Etagen, also Zucht- und Reiseschlag und Jungschlag. So war das damals für meinen kleinen Bestand. Und habe dann mehr oder weniger, ich war ja noch im Aufbau, in der Aufbauphase. Und es ging alles, richtet sich danach aus, mit dem Ziel, Winterschaft zu betreiben. Aber darüber will ich in der nächsten Vortragsreihe mich äußern. Genau, also nächste Woche geht es dann um den Brieftaubensport Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Und auch der Wechsel auf Witwerschaften, da werden wir auch ein bisschen genauer drauf eingehen, ja, was die Witwerschaft ist. Ich habe mehr Unterlagen vorlegen. Genau, was wir jetzt auch kurz nur angedeutet haben, wird dann nächste Woche ein bisschen ausführlicher erklärt. Ja. Ein kurzes Update noch zu dem One Loft Race. Im Moment ist auch etwas schon los. Costa de la Luz in Spanien hat heute das Halbfinale stattgefunden. Wir haben 3 Tauben eingesetzt. 2 von den 3 Tauben haben einen recht frühen Preis gemacht. Die dritte Taube ist auch da. Da steht nächste Woche das Finale an. Und morgen ist das erste offizielle Training in Südafrika. Südafrika gab es dieses Jahr schon einige Probleme. Es sind schon sehr viele Tauben verschwunden, weil auch durch die Quarantäne-Beschränkung, also man musste die Tauben nach Holland bringen, dort waren sie in Quarantäne, kamen dann nach Südafrika. Es gab dabei Ausfuhrprobleme, die Tauben kamen sehr spät in Südafrika an. Ich denke, deswegen gab es doch dieses Jahr sehr viele Probleme in Südafrika. Sind da schon viele Tauben verloren gegangen. Auch wir haben schon ein bisschen Verlust gehabt. Aber morgen ist das erste Training und da sehen wir mal, wie es da so langsam losgeht. Also da wird es auch langsam spannend. 23.12. ist der erste Flug, da geht es um ein Auto. Also Sie sehen, es wird nicht langweilig, ne? Und in den nächsten beiden Folgen stellen wir wieder 2 Zuchtvögel vor, bevor wir dann nächste Woche auf Ende 50er, Anfang 60er Jahre wieder eingehen werden. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss.